Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir uns hier in der Ebene von Hyrule einige weitere Croc-Samen abholen können und heute wollen wir uns dann in den Hyrule-Gebirgen genauer umgucken und auch dort noch viele, viele weitere Croc-Samen noch mitnehmen. Auch hier in der Nähe vom Regentia-Fluss haben wir noch einige verpasst, die ich mir dann auf jeden Fall in diesem Part anschauen will. Wir fangen mal am besten an mit erstmal dem da oben und dann gehe ich mal wieder zurück nach unten und werde mir da mal die beiden hier genauer angucken. Aber erstmal, wie gesagt, den ich dann dort hinten anscheinend irgendwo finden kann. Also irgendwo hier so, vielleicht. Werde ich auf jeden Fall dann gleich mal hingehen, aber ich will natürlich zuvor wieder schnell was machen. Und zwar wieder mal das hier, Schrotwildgemüse schnell fressen. Genau, dass wir wieder schön in diesem Part durch die Gegend rasen können und überall auch wirklich schnell hinkommen. Das ist wirklich immer am besten. So, nochmal kurz gucken, ich bin schon richtig. Ja genau, müssen wir jetzt so ein bisschen entlang laufen hier, aber wirklich weit eigentlich nicht. Und relativ bald dürfen wir dann auch diesen Croc schon hoffentlich bekommen. Obwohl es ja nicht unbedingt gesagt ist, weil es gab ja mittlerweile echt schon einige Crocs, die ich trotz Markierungen nicht finden konnte. Das waren, glaube ich, mittlerweile jetzt schon 5 Crocs-Samen oder sowas, glaube ich. Wo wir eben, wie gesagt, trotz der Markierungen keine Ahnung hatten oder wo ich keine Ahnung hatte, was ich da eigentlich tun muss, um dann den Croc finden zu können. Und deswegen kann es durchaus sein, dass das auch wieder so ein Fieser ist, wo ich keinen Peil habe. Aber ich hoffe dann doch, dass ich den jetzt dann gleich hier entdecken werde und ja, das sieht doch dann doch relativ machbar aus. So, sehr interessanter Ort hier. Ich würde dich erstmal hier rauspacken und dann hier oben drauf. Okay, perfekt. Das war kein Problem. Yay! So, und 338 haben wir schon. Sehr gut. So, dann gehe ich jetzt, wie gesagt, nachdem ich die Markierung weggemacht habe, genau, wieder zurück zur Karok-Brücke. Und werde dann da noch jenseits der Karok-Brücke noch etwas weiterlaufen und mir dann eine weitere Brücke angucken. Aber nicht eine Brücke, die von Menschenhand erschaffen wurde, so wirkt es zumindest, sondern eine, die durch die Natur geformt wurde. Ich glaube, die hat keinen Namen, diese Brücke. Aber werden wir uns dann auf jeden Fall gleich noch genauer angucken, die ich meine. Weil dort sind dann nämlich noch weitere Croc-Samen, versteckt sogar gleich zwei auf einmal. Also nicht direkt nebeneinander, aber die sind beide da in der Nähe. Und genau diese Brücke da vorne meine ich. Also sie sieht auf jeden Fall nicht von Menschenhand gemacht aus, sondern eher eine natürliche Brücke. Es sieht eher nach einer natürlichen Brücke aus. Und da sind eben noch zwei weitere Crocs auch versteckt, die ich jetzt auch ganz gerne finden wollen würde. Was aber gar nicht mal so einfach wird, weil wir sind die Brücke schon durchaus mal entlang gelaufen. Und auch unten drunter habe ich mich eigentlich auch gründlich umgesehen, dachte ich. Aber anscheinend nicht gründlich genug. Da unten ist zum Beispiel schon ein Steinkreis, aber da habe ich mir den Croc schon geholt, bin ich mir ziemlich sicher. Also wenn ich das verpasse, das wäre irgendwie auch peinlich. Der ist zwar gerade nicht da, der Croc, aber ich glaube, der kann nicht angezeigt werden, weil er zu weit weg ist. Ich sehe nämlich schon, dass hier eine Zielscheibe ist. Ja, und die hätte man auf jeden Fall auch finden können, weil die ist jetzt nicht so schwierig versteckt, finde ich. Ich meine, wenn man halt von hier aus kommt und dann so über die Brücke drüber läuft, dann kann man halt die Zielscheibe nicht sehen. Aber trotzdem sollte einem das eigentlich schon auffallen, also das hätte ich auf jeden Fall entdecken können. Und ich sollte auch treffen können. So, okay. Und da ist der erste von dieser Brücke, ja. Warte mal kurz, hat die Brücke jetzt einen Namen? Nee, oder? Nein, genau, okay. Und der andere ist ein bisschen weiter hinten. Es könnte aber eben auch sein, dass der gar nicht oben drauf, sondern unterhalb ist. Das ist auch möglich. Ich gehe jetzt aber erstmal hier oben entlang und gucke mich erstmal hier um. Ich will auch die Gegner ganz gerne meiden. Und, Hilfe. Und nichts mit euch zu tun haben. Und bitte auch nicht mehr mit dem Pfeil. Alter, die haben alle Feuerpfeile. Hilfe! Hier sind einfach der Felsen hier? Nee. Nee, okay. Das sind Rubine. Ja, ich würde mich jetzt eigentlich ganz gerne umsehen wollen, ne? Aber ihr lasst mich ja gerade nicht. Lassen Sie mich jetzt in Ruhe, ne, verfolgen mich immer noch. Kann ich denn hier draufklettern? Aber da würde es auch nichts sein, ne? Ne, eher weniger. Ne, ich glaube eigentlich auch eher, dass der unterhalb zu finden ist. Genau wie der andere auch gerade eben. Ich glaube nicht, dass der hier oben drauf ist, weil da oben drauf war ja jetzt nichts. Und das hätte ich jetzt ja bemerkt, wenn da oben irgendwas gewesen wäre, oder? Eigentlich schon. Deswegen, ich fliege jetzt mal nach unten. Und guck mal, ob ich jetzt hier irgendwas entdecken kann. Sohn ist bereit, entfesselt zu werden. Muss ich ja auch vielleicht entlang klettern und dann hier so ganz zur Spitze hin? Aber ich meine, da kann ich ja gar nicht mehr wirklich klettern. Und wir haben ja auch schon gelernt, dass wenn ich hier klettere und dann dann können wir da theoretisch einen Croc mitnehmen, weil da wieder so grünes Blätterzeug kommt, dann kann ich den eh gar nicht einsammeln, deswegen das kann auch nicht sein, ne? Also hier genau jetzt unter mir eigentlich. Ich meine, hier sind auch ein paar Felsen, die rumliegen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt hier irgendwo einen Croc finden kann, einfach so. Auch so ein bisschen im Wasser vielleicht? Aber ist hier irgendwas? Ich weiß nicht. Aber hier auf jeden Fall schlägt die Maske auch aus. Ah, okay. Ein Blumenrätsel ist hier. Ja, und die Blume hätte ich auch entdecken können, weil ich habe das Lager nämlich schon eingenommen. Ich meine, hier sind jetzt viele Striche, weil ich jetzt hier gerade eben ja auch schon war. Das kann man jetzt nicht mehr wirklich ganz zurückverfolgen. Ich könnte da den Weg zurückverfolgen, aber bin ich gerade zu faul. Auf jeden Fall, ich weiß noch, dass ich mir das Lager auf jeden Fall geholt habe. Aber die Blume habe ich anscheinend nicht gesehen. Naja. Und apropos nicht gesehen. Okay. Habe ich auch erst nicht gesehen, aber da oben ist sie dann.
So, werde ich jetzt wieder ganz nach oben geschickt oder wie? Na toll. Ja, das hasse ich immer, weil ich dann immer so viel Ausdauer hergeben muss. Ich habe aber, glaube ich, immer noch weitere Sachen, die meine Ausdauer erhöhen. Ich hoffe es zumindest. Und ansonsten wäre ich jetzt hier. Da hinten jetzt? Aber oh, was ist denn das jetzt für ein weiter Weg? Was zum Teufel? Okay. Ich will vielleicht erstmal ganz nach oben gehen und meine Ausdauer kurz wieder ausruhen lassen. Ja, ich habe noch ziemlich viel Ausdauerzeug. Immer einfach kurz das hier. So. Ich hätte auch noch ein bisschen warten können, aber das passt schon. Weil ich eh erstmal, wie gesagt, nach oben gehen will, um meine Ausdauer wieder komplett zu füllen. Und dann gleich will ich mir die Blume holen. So. Bitte klettern, okay. Sehr schön. Und dann muss. Oh Gott, und da ist sie, ja. Ich habe mir schon fast gedacht, dass nämlich diese Spitze hier etwas auffällig aussieht. Und tatsächlich ist da auch etwas. Nämlich jetzt eben dann die weiße Blume und dann eben auch entsprechend der Croc. Wow, also das ist auch überhaupt nicht einfach, die hier alle zu bekommen. Ich kann übrigens, ist mir mal aufgefallen, auch nicht nach unten springen, wenn ich irgendwo entlang klettere. Also immer wenn ich halt X drücke, steht da auch unten, wenn ich X drücke und springen will, und halt dann schnell und weit nach vorne kommen will, kann ich das immer nur nach links, rechts, oben, links oben oder rechts oben machen. Aber nicht nach unten oder auch nicht diagonal nach unten. Und das wusste ich gar nicht mal. Meine Ausdauer wird aufgefüllt, wenn ich mit einem Croc spreche oder wenn ich einen Croc-Samen nachhalte. Das wusste ich auch gar nicht mal. Also wenn ich gerade hier so nach unten klettere und ich drücke dann X, dann springe ich nämlich ab. Und da kann ich nämlich nicht nach unten dann diese Sprungattacke machen. Oder nicht Attacke, aber halt diesen Sprungmove, um dann eben da schneller entlang zu kommen. Das wollte ich nochmal kurz erwähnen, weil ich das ganz interessant finde. Und auch in die Diagonalen nach unten geht es eben nicht. Aber nach rechts zum Beispiel oder auch rechts oben oder sowas. Oder halt auch oben oder links oben. Da eben schon. Also in 5 von 8 Richtungen geht's. Wollte ich nochmal eben kurz erwähnen. Okay. So. Hätten wir auf jeden Fall dann den auch geschafft. So. Jetzt bin ich wieder hier zurückgelaufen. Ich meine, eigentlich will ich ja auf die andere Seite von der Brücke, weil dort nämlich noch weitere Croc-Samen auf mich warten, die ich mir abholen will. Deswegen müssen wir jetzt leider dann nochmal an den blöden Gegnern hier vorbei. Aber ich werde einfach wieder denen gekonnt ausweichen. Ich könnte auch kämpfen, aber das lohnt sich nicht wirklich, weil ich eh viel zu starke Sachen habe und weil das alles Schwächlinge im Vergleich zu mir sind. Deswegen werde ich einfach hier abhauen und die in Ruhe lassen, die Gegner. So, auch nicht gegen die Stacheln rennen. Und meine Ausdauer soll auch nicht ausgehen. Ich hebe mir am besten mal noch meine gelbe Ausdauerleiste auf. Falls ich die mal wieder für irgendwas brauchen sollte, wenn ich irgendwo hochklettern muss oder so. Okay. So, und hier ist dann schon der nächste. Will ich mir eigentlich den als nächstes holen? Schon, oder? Den hier und dann den hier noch. Und dann noch den hier. Ja, da müssen wir mal gucken. Ich meine, die ganzen, die hier unten sind, die will ich mir eigentlich hier in der Kokotia-Schlucht, oder wie die heißt genau, die will ich mir eigentlich erst ein bisschen später holen, noch nicht sofort. Aber vielleicht ist es auch doch jetzt gleich besser. Das werden wir dann schon noch sehen. Aber erstmal holen wir uns diesen hier, den wir jetzt dann gleich hoffentlich entdecken werden. Da unten wahrscheinlich, oder? Schätze ich jetzt mal. Die Maske schlägt aus, ja. Hier irgendwo. Kann ich aber erstmal nicht sehen. Da ist ein Octorok, ja toll. Ah, hier ist ein Felsen einfach. Einfach der, echt jetzt? Das war auch wieder nicht so wirklich auffällig, finde ich. Und da jetzt drauf zu kommen, dass man den jetzt unbedingt hochgeben soll, vor allem den kann man auch kaum sehen, weil der wieder mal hier genauso aussieht wie der Boden, so ungefähr. Also, der ist auch auf jeden Fall nicht einfach, der Croc, das ist klar. So. Dann muss ich jetzt ein bisschen an Höhe gewinnen. Aber werde ich dann gleich wieder eine wunderschöne Fähigkeit benutzen. Hui, nämlich Gewalisturm. So, und dann sogar nochmal, nee, jetzt nicht nochmal, den Rest schaffe ich ja auch so. Weil hier nach oben zu kommen ist ja jetzt kein Problem. Hoffe ich doch zumindest mal für den guten Wink. So, ich kann sogar hier kurz loslassen. Also, das ist gar kein Problem. So. Den Rest können wir springen. Gut. Und hier in der Richtung wartet schon der nächste, glaube ich. Genau. Hier so einfach auf offener Fläche. Und okay, da bin ich so gar nicht entlang gelaufen. Das war aber auch ein bisschen schlampig von mir. Aber andererseits, ich kann mich da auch, glaube ich, noch daran erinnern, dass ich eben hier bei der Ebene auch nicht so ganz viel Lust hatte, die komplett zu erkunden, die westliche Hyrule-Ebene, weil die ja auch wirklich sehr groß ist. Und eben hier einmal überall entlang zu laufen, das ist halt schwierig. Und wenn man bedenkt, dass wir hier nur einen Croc verpasst haben und die anderen, auch den hier oben und auch die beiden hier mitgenommen haben und auch den da, dann ist es eigentlich sogar ganz in Ordnung, schätze ich mal. Kommt jetzt auch noch ein bisschen drauf an, was das jetzt für eine Croc-Art ist, aber ich meine, wir müssen eben bedenken, dass ich niemals auch nur in der Nähe von diesem Croc war. Deswegen, selbst wenn es ein total leichter ist, wie zum Beispiel ein Steinkreis, dann habe ich den halt trotzdem von der Entfernung nicht sehen können. Deswegen, so peinlich ist es jetzt eigentlich nicht, wie ich finde. Okay. Und das ist so ein Ding hier auch. Oder wie? Wo ich da auch immer, genau, das war das coole Rätsel hier. Ja, ich bin schon ein bisschen dran vorbei. Ist eher hier so in der Richtung. Ah, okay, nämlich einfach so ein Blumenrätsel. Okay. Also auch ziemlich leicht, aber wie gesagt, wir waren hier nie in der Nähe, deswegen habe ich das halt nie gefunden. So. Nummer 1 und 2 und 3 und 4 und 5. Yay, aber an sich war es ja einfach. Dun dun dun. Gut.
Dann kommt auch die Markierung weg. Und wer darf denn der Nächste sein? Ja, der hier würde ich schon sagen, oder? Und dann kann ich mich vielleicht hier hinwarpen und noch den holen und dann kann ich mal vielleicht hier oben sogar weitermachen, mich zu dem hier warpen und dann hier gleich drei auf einmal holen oder vielleicht die beiden oben auch noch. Das wäre vielleicht ganz gut. Aber erstmal hole ich mir noch den, wo ich glaube ich mit Laufen sogar wieder schneller bin als mit Warpen. Ich könnte mich zwar zu einem, halt zu dem Schreiner teleportieren und wäre dann ein bisschen schneller, aber ich glaube durch die Ladezeit wäre ich da in Wahrheit langsamer. Deswegen hole ich mir den dann doch eher durch unser superschnelles Laufen, das glaube ich dann doch etwas klüger. Und vor allem, wenn wir hier entlang laufen, dann können wir auch wieder mal das Spiel genießen, weil es einfach so wunderschön aussieht, wenn wieder gerade hier die Sonne untergeht und wir hier durch die Graslandschaft laufen. Das ist immer so schön einfach nur. Ich kann es gar nicht in Worte beschreiben in Worten, das wollte ich sagen. Ich habe mich gerade irgendwie nicht ausdrücken können. wie schön es einfach nur ist, habe ich schon tausendmal erwähnt, ich weiß, aber es ist einfach so, dass das Spiel sowas von wunderschön ist und das ist echt richtig cool hier. So, sind wir schon denn etwas näher gekommen? Ja, sind wir. Wir müssen noch entlang laufen und dann hier ganz an der linken Kante gleich. Und wie gesagt, während wir entlang laufen, können wir noch den Sonnenuntergang hier genießen. Auch wenn es hier ein bisschen felsiger wird und es auf dem Gras etwas schöner aussah. Aber trotzdem, auch die Aussicht hier wieder mal einfach nur herrlich, oder? Echt super schön. Okay, so jetzt dann wollen wir uns doch dann eher um den Croc kümmern, als um die Sonne. So, hier vorne ist dann gleich, dürfte er nämlich schon dann bald zu sehen sein. Und der ist anscheinend etwas weiter unten. Was ist das hier? Das ist nur ein bisschen Laub oder sowas. Also nicht der Croc, oder? Ich glaube mal weniger. Aber vielleicht ist da trotzdem irgendwas. Also ich muss anscheinend schon ein bisschen nach unten. Ach nee, das sind Felsen. Das habe ich gar nicht erst gesehen. Okay. Ja, das kann einem schon auffallen, so irgendwie. Weil nämlich halt dieses ganze Graszeug... Und der schaut wieder mal ein bisschen schief, keine Ahnung. Weil wieder mal das ganze Graszeug hier halt einem so ein bisschen vielleicht auffällig vorkommen kann. Und dann denkt man sich, oder gucke ich mal kurz nach. Und kann dann eben diesen Felsen da entdecken. Das kann vielleicht sein, dass man den dann durchaus finden kann, aber ist trotzdem auf jeden Fall nicht einfach, wie ich finde. So. Und hier ist jetzt aber, glaube ich, Warpen dann für den schon schneller, deswegen mache ich jetzt mal schnell zum Shao-Yo-Schrein, genau. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir uns jetzt extra durch die Gegend warpen, um nur einen einzigen Croc zu holen, weil nachdem ich jetzt den geholt habe, werde ich dann nämlich sofort mich wieder auch dann woanders hin warpen, eben zu diesem einen Schrein, der da weiter oben war, wo ich den Namen nicht mehr weiß, keine Ahnung, wo ich dann eben gleich drei oder vier Crocs haben oder sowas auf einmal mitnehmen kann. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir uns jetzt extra, wie gesagt, für einen da die Gegend warpen müssen, aber so schlimm ist auch wieder nicht, weil wir uns dann eben ein bisschen Zeit sparen können und deswegen passt das schon. Auch wenn wir andererseits beim Laufen, wie gesagt, den Sonnenuntergang hätten genießen können, das stimmt natürlich. Aber das passt jetzt schon so. So, und hier gleich in der Nähe können wir dann einen weiteren finden, also hoffentlich zumindest. Das ist ja noch nicht gesagt, aber ich hoffe, dass wir ihn finden können. Okay, und zwar hier am Anfang von der, wie ist es nochmal, Ceres-Ebene, glaube ich, genau. Da haben wir drei gefunden und das ist der einzige, der uns fehlte. Ja, hier habe ich mich auch ziemlich gründlich umgesehen, finde ich. Da bin ich auch zu diesen ganzen komischen Pilzbaumdingern oder sowas hingegangen. und da habe ich aber anscheinend trotzdem einen verpasst, leider, wie scheint. Ihr habt mir übrigens sogar mal geschrieben, dass es diese Dinger hier, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, diese komischen Baumpilzteile hier, dass es die, glaube ich, in der realen Welt tatsächlich auch gibt. Also vielleicht nicht ganz so groß, das weiß ich nicht mehr genau, aber die schon sehr, sehr ähnlich aussehen und auf denen oder auf die diese Dinger dann wahrscheinlich beruhen, würde ich mal schätzen. Also solche ähnlich aussehenden, ich weiß nicht genau, ich glaube Bäume sind es, oder? Ich weiß nicht genau. Solche ähnlich aussehenden Dinger auf jeden Fall gibt es, glaube ich, eben auch in der realen Welt, wenn mich nicht alles täuscht. So, auf jeden Fall hier irgendwo ist er. Okay, der hat ein bisschen was hinterlassen. Ich kann mal kurz hingehen und mir ein bisschen was holen von dem, meinetwegen. Aber ich will jetzt doch dann eher den Croc finden. Hier. Okay, der schwirrt einfach wieder so entlang. Oder? Genau, okay. Ja. Dann bleib bitte stehen, die will ich haben. Und komm her. Okay. So, und dann müssen wir uns jetzt eben leider schon wieder warten, weil das jetzt nämlich mit Abstand am schnellsten geht. Hier beim Donnerplateau haben wir übrigens alle bekommen, will ich mal anmerken. Was auch gar nicht einfach war, weil da waren nämlich schon einige, wie wir auch gerade eben nochmal sehen konnten. Und da wirklich alles selbstständig mitzunehmen, das ist schon eine Leistung, auf die ich glaube ich schon stolz sein kann, würde ich sagen. Dafür gab es halt andere Orte, an denen ich sehr, sehr ungründlich war und wo ich auch teilweise echt total einfache Crocs verpasst habe. Aber wie gesagt, ich sag's nochmal, hier in dem Spiel alle 900 Crocs-Samen selber mitzunehmen ohne Internet, das ist einfach völlig unmöglich. Selbst mit der Croc-Maske ist es immer noch, finde ich, völlig unmöglich, alle 900 selber zu finden. Selbst
selbstständig auf über 800 zu kommen. Also nur weniger als 100 zu verpassen, selbst das ist schon sau schwer, wie ich finde. Und da muss man bedenken, dass selbst wenn man halt 800 und einen Crux-Samen gefunden hat oder so, was echt schon ziemlich gut ist und super schwierig, wie ich finde, dann hat man immer noch 99 Stück verpasst. Das ist so krass einfach nur. Immer noch, ich habe schon 1000 Mal damit, ich weiß, aber ich finde es so heftig, wie unfassbar schwierig diese Crux-Suche hier ist, wenn man keine fremden Hilfen in Anspruch nimmt. Das ist wirklich der Wahnsinn. So, auf jeden Fall. Dann will ich gleich wieder schön viele weitere Crux-Samen haben. Welchen hole ich mir dann gleich als erstes? Ich würde erstmal sagen, sogar den hier auf dem Tilio-Berg etwas weiter oben. Ich will zwar gleich meine gelbe Ausdauer nicht verschwenden. So, die will ich mir noch ein bisschen aufheben. Weil ich sie ja nochmal vielleicht irgendwann nochmal eher gebrauchen kann. So, ne, genau, ich will zuerst nach oben gehen. Und mich erst hier oben beim Tilio-Berg umgucken. Genau, da ist nämlich auch schon dann einer aufgetaucht gerade eben. Ja. Und der ist da irgendwo einfach zwischen Bäumen. Jetzt gar nicht unbedingt an einem direkt auffälligen Ort, weil ich meine, bei manchen Crux ist es ja so, dass man schon von dem Ort her von der Karte schon erahnen kann, dass da vielleicht etwas ist, weil da entweder ein Steinkreis ist oder weil da eine so hervorstehende Klippe ist, wo man vielleicht ein Felsen ist oder so. Aber hier kann man jetzt erstmal von der Karte her noch nichts erahnen. Aber dann gleich werden wir es hoffentlich finden. Einfach wieder raufklettern, wirklich? Ja, aber ist ja auch wieder fies. Ich meine, der Baum hier, der ist ein bisschen auffällig, weil er kahl ist und die anderen Bäume in der Nähe sind es nicht. Oder kann ich nochmal irgendwo anders den kahlen Baum finden? Nee. Kann ich keinen. Die anderen haben alle noch ihr Laubwerk. Ja, okay. Ja, dann ist es auffällig. Das hätte ich auch dann entdecken können. Auf jeden Fall. Obwohl es trotzdem schon schwierig ist, weil da achtet man jetzt nicht so unbedingt drauf, finde ich. Ob jetzt die noch ihre Blätter haben, die ganzen Bäume, oder nicht. Und deswegen so einfach jetzt den zu entdecken, ist auf jeden Fall auch nicht. Aber wenn man es mal weiß, dann ist es schon auffällig. Das schon. Aber da selber drauf zu kommen, das ist halt dann wieder eine andere Geschichte. So, ich kann mal auch hier vielleicht mal kurz entlang surfen, weil es noch ein bisschen schneller gehen dürfte. Hui. Ich frage mich ja echt, wie lange mein Hylia-Schild noch durchhalten wird und ob es noch passieren wird sogar, dass er vielleicht noch im Laufe des Let's Plays kaputt gehen wird. Weil ich benutze ihn ja jetzt schon häufiger auch mal zum Schildsurfen. Zwar jetzt auch nicht so häufig, aber schon ein paar Mal. Und ich meine, der hält zwar unendlich, also nicht unendlich lange, aber sehr, sehr lange durch. Aber ich frage mich echt, ob der nochmal im Let's Play hier irgendwann kaputt gehen wird. Würde mich echt interessieren. So. Ist er jetzt da unten? Ah, ne, ist er nicht, weil hier ist er nämlich. Oder? Ja, okay. Puh. Das war auch nicht einfach zu finden, weil sich dieser Felsen da ziemlich gut hinter den anderen Felsen versteckt hat. Und, halt, das war nicht richtig. Moment, ich muss es schon korrekt machen. So nämlich. Bam. Und den dann zu entdecken, das war jetzt auch nicht ganz so einfach, wie ich finde. So, und der nächste. Ich hoffe mal, dass der auch noch etwas weiter oben ist und nicht ganz unten in der Kokotia-Schlucht, aber laut der Markierung dürfte er schon etwas weiter oben zu finden sein. Also zumindest nicht ganz unten. Hier ist übrigens ein. Okay. Ich hab's gar nicht mitbekommen, aber hier war gerade wieder irgendwo ein Ivarok. Wo denn? Bist du einer? Ne, du bist zu groß. Ah, der da, okay. Habe ich den schon mal besiegt? Warte mal. Ja, aber hier sind nämlich viele Striche. Und das heißt, dass ich hier schon mal war und den schon mal besiegt habe. Okay. Wie gesagt, ich bemerke die ganzen Ivaroks einfach nie, selbst wenn ich sie schon mal besiegt habe. Ich kann immer noch die Ivaroks nicht von normalen Felsen unterscheiden, das ist echt schlimm. Aber hier unten dann wahrscheinlich, oder? Genau, hier unten ist er, okay. Also eine Etage muss ich nach unten, aber das ist trotzdem auf jeden Fall okay. So. Und herkommen. Dadadum. Gut. So, ich könnte jetzt eben auch schon weiter nach unten in die Kokotia-Schlucht gehen und mir dort dann weitere Crocs noch abholen. Aber wie gesagt, ich will eigentlich die Kokotia-Schlucht erstmal mir noch aufheben. Und zwar für dann, wenn ich dann nämlich später auch mal Hebra erkunde, dass ich dann währenddessen auch so ein bisschen die Schlucht erkunden kann. Ich kann mir mal alle Crux-Samen holen, die halt auf meiner aktuellen Seite, also hier südöstlich oder halt im Allgemeinen östlich von der Kokotia-Schlucht zu finden sind. Da kann ich mir vielleicht noch ein paar von denen holen. Weil da vorne kommen jetzt dann gleich auch wieder zwei weitere, die ja auch ganz in der Nähe von der Schlucht sind. Aber ich glaube, die sind fast ein bisschen zu weit unten. Und der zum Beispiel. Und das ist halt ein bisschen doof, weil ich da jetzt dann ganz nach unten gehen müsste, um jetzt den dann extra zu holen. Und das will ich vielleicht doch nicht unbedingt machen. Obwohl ich mich andererseits natürlich dann wieder einfach zurück nach oben warten könnte. Das stimmt natürlich. Zum Beispiel hier hin. Um mir dann noch den und den zu holen oder auch die beiden dann noch. Das könnte ich auf jeden Fall machen. Ja, dann hole ich mir die jetzt doch. Hier ist gerade irgendein Drache. Eldra, glaube ich, geht hier immer entlang. Ich sehe nur einen Adreiser. Ah, okay, da ist er. Hallo, Eldra.
Ja, übrigens, wenn ich schon mal hier bin, ich kann mir auch mal kurz wieder einen Hornsplitter von dem holen, weil ich nämlich eh welche brauche. Aber ich treffe ihn jetzt eh nicht. Ja, nee, ich treffe ihn nicht mehr. Nee, vergesst, das passt schon. Weil ich muss mich mal wieder mir ein paar von den Sachen wieder zurecht kochen. Weil ich habe jetzt nämlich keine... Ich meine, ich habe nur noch das hier. Aber ich habe kein so 30-Minuten-Ding mehr, was ich mir wieder machen will für den nächsten Part. Und werde ich dann wieder ein bisschen farmen müssen, aber ist nicht so schlimm. Aber ja, dann hole ich mir jetzt mal... Das Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Dann doch diese beiden Crocs hier, würde ich sagen. Ich will noch mal kurz gucken. Der hier, der ist schon unten irgendwo, ne? Ich habe jetzt da oben nichts Auffälliges übersehen, oder? Ich will noch mal kurz nachgucken, weil ich mir jetzt nicht sicher bin. Nicht oben ist nichts. Okay, nee, der ist schon irgendwo unten. Okay. Und der andere dürfte laut Markierung eigentlich auch unten sein. Hui. Okay, hier nämlich einfach. Das ist auch eigentlich ziemlich leicht zu entdecken, wie ich finde. Wenn man hier einfach so ein... Ja, wohl nicht unbedingt. Weil die wird nämlich hier... Hallo, Leute. Okay, nee, ich dachte jetzt, da wären Leune. Aber es ist nur so ein Typ auf dem Pferd, genau. Auf jeden Fall, die Felswand hier wird ein bisschen von diesen Felsen hier, von diesen Klippen ein bisschen geschützt. So was die... Warum habe ich nicht getroffen? Keine Ahnung. So was die Sicht angeht. Und deswegen, so leicht kann man das dann von unten doch nicht entdecken. Also ist dann doch fieser, dieser Croc hier, als man im ersten Moment vielleicht meinen mag. So. Und den anderen, der dann hier unten ist, will ich mir dann am besten auch gleich holen. Dann die wiederum weiteren Crocs, die auch noch hier unten zu finden sind. Wie gesagt, also zum Beispiel halt, der hier oder der hier. Die will ich mir, glaube ich, erstmal nicht holen. Den kann ich mir vielleicht auch noch kurz holen, weil der ist auch noch halbwegs weit unten immerhin. Da muss ich zwar ein bisschen klettern, aber nicht so viel. Deswegen, den kann ich mir dann vielleicht gleich auch noch holen, muss ich mal gucken. Aber erstmal noch den hier. Echt jetzt? Einfach so ein einzelner Felsen, der rumsteht. Das ist irgendwie auch langweilig, aber naja. So. Und gleich haben wir übrigens dann 350 Crocs haben, über diese 441 hinaus, die wir eh schon hatten. Oder die wir halt schon abgegeben haben. Also ein bisschen nach oben muss ich hier, aber wie gesagt nicht so weit. Deswegen den hole ich mir jetzt auch schnell, wenn ich schon hier in der Nähe bin. Und danach werde ich mich aber dann wieder zurück nach oben teleportieren und dann dort oben weitere holen. So. Hui. Ich frage mich ja, wie oft ich in den letzten paar Parts immer Rivali Sturm benutzt habe. Einige Male auf jeden Fall. Ich frage mich auch im Allgemeinen, welche der vier Fähigkeiten ich am häufigsten benutzt habe. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass es Rivali Sturm sein dürfte. Auch schon vor den 300 Parts, würde ich mal schätzen. Weil ich meine, jetzt ab dem 301. Part haben wir ständig Rivali Sturm benutzt und die anderen kaum mehr. Da wir halt nicht mehr so viel kämpfen, sondern halt jetzt nur noch erkunden so ungefähr. Aber ich glaube sogar, dass obwohl wir Rivali Sturm erst als dritte Fähigkeit geholt haben, dass wir die trotzdem in den ersten 300 Parts am häufigsten benutzt haben. Glaube ich eigentlich schon. Habe ich noch ein Königsschwert oder sowas? Nee, habe ich sogar nicht mehr. Will ich ein Gardeschwert benutzen? Ich meine, die Gardewaffen brauche ich ja für nichts mehr, oder? Ich nehme mal so ein Gardeschwert, weil ich auch mal dann testen kann, wie viele Schläge das wirklich dann aushält. So. Und hier so. Okay. Yay. Und da wir halt einfach so viel erkundet haben hier in dem Spiel, auch schon vor den 300 Parts logischerweise, ich meine, wir haben ja ständig nur erkundet, glaube ich schon, dass wir Rivali-Sturm echt am häufigsten benutzt haben. Obwohl andererseits, ich meine, Daruk-Schirm kann man ja auch immer dreimal benutzen und das haben wir halt schon viel früher gehabt. Weil ich meine, Daruk-Schirm haben wir ja schon hier am Anfang vom Vulkan Eldin bekommen, weil ich habe ja den Titan relativ schnell gemacht. Und dann danach kam ja noch dann hier das Waldgebiet und Hebra noch ein bisschen, bis wir dann letztendlich mal hier Warmedo auch gespielt haben. Deswegen, vielleicht ist es doch Daruk-Schirm. Also ich glaube, es ist entweder Daruk-Schirm oder... Genau, ich will mich warten. Ich will mich dann die noch wegmachen. So, ich will mich dann hier nach oben hin warten. Zu dem hier, genau. Es ist entweder Daruk-Schirm oder Rivali-Sturm. Aber ich glaube trotzdem, dass es eher Rivali-Sturm ist. Auch bei den ersten 300 Parts. Also mittlerweile erst recht, da wir in den letzten paar Parts nur noch Rivali-Sturm so ungefähr benutzen. Aber ich glaube sogar doch auch bei den ersten 300 Parts schon, dass dort auch Rivali-Sturm wir am meisten benutzt haben, würde ich eigentlich schon schätzen. Und deswegen würde ich auch sagen, dass das schon die nützlichste Fähigkeit ist, weil es halt auch die einzige Fähigkeit von den allen ist, die halt beim Erkunden einem was bringt. Die anderen drei Fähigkeiten sind halt alles Fähigkeiten, die einem nur im Kampf etwas bringen und ansonsten eigentlich jetzt nicht wirklich. Und Rivali-Sturm bringt einem halt als einziges was beim Erkunden. Und da wir halt alles erkundet haben in dem Spiel, ist es dann eigentlich nur logisch, dass wir dann auch die häufig benutzt haben. Man kann sogar Rivali-Sturm auch im Kampf ein bisschen benutzen, um dann sofort den Zeitlimit-Modus aktivieren zu können, beim Schießen zum Beispiel. Aber am besten benutzt man Rivali-Sturm erstmal die beiden, würde ich sagen. Schon um zum Erkunden, oder halt zum Erkunden, würde ich sagen. Und da wir halt, wie gesagt, viel erkundet haben, haben wir dann dementsprechend die Fähigkeit auch viel benutzt. Okay. So, hier bei diesen Bäumen, da ist ein weiterer Croc. Hier bin ich doch schon mal vorbeigelaufen bestimmt, oder? Genau, ich bin mitten durchgelaufen, sogar zweimal. Und trotzdem habe ich den nicht entdeckt. Okay. Der muss dann ziemlich fies sein. Oder ich bin einfach blind gewesen. Muss ich einfach random auf irgendeinen von denen draufklettern? Nee. Ach, hier ist es, oder? Wahrscheinlich. Hier nicht.
Hier? Hier, okay. Ja, das ist schon ziemlich fies. Weil wenn man nämlich jetzt halt hier so durch den Wald hindurchläuft, oder halt durch diese paar Bäume, dann kann man das eben von der Seite aus nicht erkennen. Also, so einfach ist es nicht. Wenn man weiß, dass hier was ist, dann kann man schon relativ schnell finden. Wenn man es aber nicht weiß, dann ist es schon relativ böse, würde ich sagen. So, dann als nächstes gleich den. Würde ich vorschlagen. Wollen wir uns als nächstes holen. Und dann die anderen hier in der Nähe können wir uns dann auch noch holen. Übrigens, ich habe auch hier weiter oben mir dann noch nichts erstmal markiert. Aber hier beim Juglanoberg kann man noch einen bekommen. Und ich glaube, dass zwischen diesem Croc hier und dann diesem, den wir uns jetzt holen, dass da nichts ist, was wir verpasst hätten. Da haben wir, glaube ich, alle gefunden, da ist eh nicht wirklich viel. Und dann hier weiter im Norden, da haben wir bestimmt welche verpasst, aber da habe ich auch noch nicht nachgeguckt. Deswegen werde ich jetzt dann nur mal zu dem gehen und dann aber wieder ein bisschen zurücklaufen und mir dann eben noch diese drei hier holen. Weil wenn ich dann eben zu weit nach Norden gehen würde, da habe ich eben noch keine markiert. Es ist nicht so, dass wir da alle gefunden hätten oder so, nee. Da habe ich einfach noch nicht damit gestartet, eben die Crocs zu markieren. Aber ich werde dann vielleicht nach diesem Part hier mir wieder ein bisschen Zeit nehmen und wieder dann einige weitere Crocs markieren, denn ich habe ja jetzt wieder, wir können mal kurz gucken, ich habe wieder 67 neue Stempel, die ich setzen darf, plus 5 Leuchtmarkierungen, die ich ja aussetzen kann. Und deswegen kann ich dann auf jeden Fall wieder einige weitere dann da setzen. So, hier irgendwo ist einer. Wo denn? Ist die Frage. Ich weiß nicht. Ich werde auf jeden Fall hier beschossen. Ich klettere mal kurz hier nach oben vielleicht. Da steckt ein Pfeil drin. Sollen wir das jetzt? Nee, oder? Das wäre auch ein bisschen fies. Nee, okay. Hätte sein können, weil ich meine, in Kakariko hatten wir sowas ähnliches. Aber ich glaube, es ist so, dass einfach nur irgendein Gegner den Pfeiler gerade draufgeschossen hat oder so. Keine Ahnung. Ich bin gerade leider noch zu blind, das zu entdecken. Vielleicht ist irgendwo einfach eine Blume, die ich gerade nicht entdecke. Das kann ich mir sogar noch am ehesten vorstellen. Nee, ich finde es aber gerade nicht. Ah, nee. Ah, es ist sowas wieder. Okay. Ja, muss ich auch erst später nachholen. Es sei denn, ich kriege hier irgendwo ein Pferd hier. Kann ich mir deins kurz ausborgen, dein Esel? Ja, weniger. Ich glaube, ich kriege jetzt hier in der Nähe kein Pferd. Obwohl, andererseits, ich meine, muss es denn ein Pferd sein? Können denn... Ich meine, ich kann auf anderen Tieren auch reiten. Und übrigens, der Ork-Dork nervt mich so hart, dass ich ihn mal kurz killen will. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Lässt er mich jetzt in Ruhe? Ne, immer noch. Da ist er, okay. So, verbrenne elendig, du blödes Mistviech. Ich will Feuerpfeile. So. Habe ich ihn getroffen? Natürlich nicht. Kannst du bitte sterben? So. Bam. Okay, auf jeden Fall. Ich kann es ja mal kurz austesten, ob das denn funktioniert. Ich glaube es eher weniger. Ich kann es mal kurz testen, ne? Weil ich meine, falls ihr es noch nicht gemerkt haben sollte, ich muss hier an der Stelle genauso wie auch schon... Ich mal kurz das hier. So. Genauso wie auch schon bei... Wo war das nochmal? Bei diesem Croc hier, glaube ich. Genau. Ich muss da auch über mehrere von diesen Hindernissen hintereinander drüber jumpen. Im besten Fall mit einem Pferd, aber vielleicht jetzt auch mit einem anderen Tier. Und dann wird der Croc eben auftauchen. Und ich will eben mal testen, ob das auch mit anderen Tieren funktionieren kann. Okay, das war knapp. Gerade so. So, tätscheln, tätscheln. Okay, das war einfach. So, jetzt ist eben die Frage, ob du auch springen kannst über die Hindernisse. Du bist ziemlich lahmig. Ich glaube es eher weniger, aber wir testen es einfach mal. Vielleicht geht's ja doch. Wäre auf jeden Fall ziemlich witzig, wenn es gehen würde. So. Und? Ja, bist ausgewichen. Oder hier vielleicht? Hast du hier mehr Bock? Nein. Okay, die wollen nicht. Muss, glaube ich, wirklich mit einem Pferd sein. Okay. Dann lassen wir die Markierung und merken uns die einfach dann für später. Oder habe ich irgendwo ein Pferd eigentlich? Nee. Du bist nur... Ja, ich lasse dich mal verprügeln. Einfach, ich helfe dir jetzt mal nicht. und wir warten uns am besten wieder, weil es am schnellsten ist. Genau. Und holen uns die anderen beiden Crocs auch noch, würde ich sagen, die ich mir da noch markiert hatte. Da wird der Part auch ein bisschen länger, aber ist okay, weil der letzte Part war ja dafür auch ein bisschen kürzer. Deswegen, wenn ich jetzt mir noch die beiden hole und noch ein bisschen länger brauche, ist es schon in Ordnung. Aber so lange soll es eh nicht dauern, weil ich kann jetzt dann einfach vielleicht gleich wieder ein bisschen runter surfen. auch wenn es nicht so mega steil ist, aber ich glaube schon, dass ich da wenigstens ein bisschen surfen kann. Und dass es schneller sein sollte, als zu laufen oder zu fliegen. Deswegen werde ich das dann gleich wahrscheinlich so machen. Ich muss nur wieder die richtige Richtung erstmal finden. So, wir wollen nämlich... Ne, ich bin genau falsch. In diese Richtung hier. Ja, in diese Richtung hier. Okay, ich gehe erstmal hier nach oben. Und dann gleich surfen wieder schön nach unten. Würde ich vorschlagen. So, und los. Hui. Yay. Aber hört schon wieder auf, weil es hier nämlich den Berg wieder nach oben geht. War eine etwas kurze Partie hier. Eine etwas kurze Surftour, aber was soll es. Besser als nichts. Und ich bin wieder ein bisschen falsch. Ich muss mehr ein bisschen in die Richtung. So.
Und dann dort unten, wo es ja auch in der Nähe hier eine Erinnerung gab, hier bei diesem Baum hier nämlich, genau. Hier gibt es dann irgendwo einen weiteren Krog, den wir verpasst haben. Ich bin doch richtig, ne? Ja. Nicht dein Ernst, einfach auf dem Baum drauf? Was? Da habe ich nicht geguckt. Mann, ey, ich bin auch ein bisschen blöd. Ich meine, muss man auch zugeben, das ist schon auch ein bisschen fies, weil der Baum ist zwar auffällig, aber hier ist ja immerhin eine Erinnerung. Und deswegen erwartet man oder erwarte ich als Spieler, okay, hier ist eine Erinnerung, dann habe ich das erstmal abgehakt und hier ist ansonsten nichts mehr. Aber sie verstecken hier eine Erinnerung und einen Krog aber obendrein auch noch. Das ist schon dann auch ein bisschen fies, muss ich sagen. So, da oben ist dann einfach ein Felsen oder wie? Moment. Ja, okay. Ja gut. Yay, also ich meine an sich, normalerweise wäre ich auf den Baum draufgeklettert, aber wegen der Erinnerung dann halt eben nicht. Das ist echt böse. Aber können eigentlich solche großen Bäume auch umfallen durch den Blitz? Ich glaube nicht, ich muss mal kurz austesten. Wenn ich hier drauf stehen bleibe einfach. So, der Croc muss auch gleich die Augen zumachen oder so. Bam! aber hat's ja überlebt. Oh ne, die fetten Bäume können wirklich gar nicht umfallen, egal durch was. Okay. So, und den letzten von diesem Part, den wir uns noch holen wollen, das ist dann eben noch der hier. Ja gut, den könnte ich mir sogar auch noch schnell holen. Aber eigentlich, ich will sogar vielleicht den erstmal noch lassen. Auch wenn er dann so ein bisschen einzeln ist. Was soll ich mir den auch noch holen? Ich habe halt auch hier rechts noch nicht wirklich was markiert. Aber, selbst wenn mir hier rechts noch irgendwas fehlen sollte, kann ich dann einfach das dadurch kriegen, dass ich mich zum Turm der Wälder hin warte und dann nicht mehr so nach unten gehe. Deswegen ist das nicht so schlimm eigentlich. Ja, nee, dann holen wir uns sogar noch beide. Dann wird, wie gesagt, der Part ein bisschen länger als normalerweise, aber das ist okay, weil der letzte auch kürzer war. Deswegen ist es dann ein schöner Ausgleich, denke ich mal. Dafür, dass eben der letzte dann nur 25 Minuten lang war. Wie kann ich das nur wagen? Ja. Aber dann holen wir uns jetzt noch die beiden, würde ich sagen. So, den ersten von den beiden dürfen wir dann gleich schon, glaube ich, sehen, oder? Ja, ich laufe ein bisschen falsch in die Richtung hier. Aber doch, gleich dürfte er eigentlich auf der Karte auftauchen. Aha, genau. Und der ist anscheinend auch wieder einfach so zwischen ein paar Bäumen zu finden. Bei dem großen Baum vielleicht. Bin ich da auch nicht drauf geklettert auf den? War ich hier denn? Ja, ich bin mitten durchgelaufen. Ich meine, es gibt da schon ziemlich große... Ja, nee, aber das ist schon auch fies, finde ich, wenn das jetzt so ist. Ich muss mal übrigens... Es gewittert das gerade ein bisschen doof. Ich muss mal kurz meine Elektrosachen ablegen, weil ich will nicht, dass der Blitz jetzt einschlägt. Weil ich meine, es war auch eine große Tanne, aber... ich glaube, bei den Tannen, die können doch immer umfallen, oder? Egal, wie groß die sind. Ich würde eigentlich schon schätzen. Ja, auf jeden Fall. Ja, oder vielleicht... Ah, nee, es ist gar nicht die Tanne. Okay, das ist nämlich hier. Ja, das hätte ich aber dann... Ich habe ja keinen Bogen mehr, stimmt. Das hätte ich dann schon. Welchen habe ich mal benutzt eigentlich? Wer war das? Der, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Das hätte ich schon entdecken müssen eigentlich, weil da bin ich ja wirklich direkt dran vorbeigelaufen. Und das hätte mir auffallen müssen. Okay, wie gesagt, wenn es die Tanne gewesen wäre, das wäre ein bisschen fies, weil es hier viele, auch große Tannen gibt. Aber ist ja nicht der Fall. Okay. So, und dann will ich noch einfach diesen Weg hier weiter entlang laufen. Hier so, genau. Und werde gleich noch einen weiteren Croc finden und dann eben auch den letzten für diesen Part. Und wo wir dann beim nächsten Mal hingehen wollen, weiß ich aktuell noch nicht. Ob ich dann einfach weiter entlang laufen will oder ob ich mich dann wieder eher warpen will. Das muss ich dann noch gucken, wie das am geschicktesten ist. Obwohl ich es dann bis zum nächsten Mal wie gesagt, so machen werde, dass ich da wieder einige weitere Crocs dann markiere. Wahrscheinlich dann immer noch nicht in Hebra, sondern erstmal vielleicht am Todesberg, weil ich ja jetzt gerade ziemlich nah dem Todesberg schon gekommen bin. Und bin ich eigentlich noch richtig? Ja, so halb. Ich muss eh hier ein bisschen näher an Schloss Hyrule entlang laufen, genau. Und deswegen können wir dann vielleicht sogar gleich beim Todesberg auch schon ein bisschen anfangen, uns dann dort ein paar Crocs nachzuholen. Aber muss doch gucken, wie ich das dann mache. Aber bis zum nächsten Mal werde ich dann sehr wahrscheinlich eben wieder neue Markierungen mir gemacht haben. Und ich werde hoffentlich auch dran gedacht haben, dass ich mir wieder... neue Sachen koche, dass wir auch beim nächsten Mal oder die nächsten Male immer schön mit Level 3 durch die Gegend spurten können. So, und jetzt eben diesen wollen wir uns noch holen. Der dann hier ziemlich weit unten zu finden ist. Und das kann ich auch verstehen, dass ich den verpasst habe, weil das auch nicht einfach ist. Den hier zu entdecken, schätze ich mal. So. Nämlich hier irgendwo. Oder auch nicht. Ja, ich bin noch ein bisschen... Ah, nee, hier ist ein Felsen. Okay. Ja, den kann man auch nur ganz schwierig finden, deswegen... Der ist auch nicht einfach auf jeden Fall. Okay. Gut. Aber dann würde ich erstmal sagen, Leute, was ist dann hier auf diesem Part von Let's Play Legend of Zelda Breath of the Wild? Beim nächsten Mal geht's dann irgendwo weiter. Wo genau, weiß ich noch nicht. Müssen wir da noch gucken. Ob ich dann vielleicht noch, ja, vielleicht nochmal die holen will. Oder halt die, die ich mir auch noch markiert habe hier. Noch ein bisschen in der Nähe von Ranel. Hier bei den Soras hier oben habe ich auch noch nicht so wirklich viel markiert. Aber ich glaube, hier habe ich auch das meiste gefunden. Aber hier dann oben zum Beispiel, hier bei der
Bei der Ulrastadt habe ich noch nicht geschaut. Und ich kann dann vielleicht echt hier gleich mal den kompletten Nordosten dann noch abklappern, weil ich habe jetzt wieder 70 neue Symbole, die ich machen kann und diese 5 Leuchtmarkierungen noch. Also bis zu 75 oder 80 Quarks kann ich mir markieren, wenn ich wieder die Leuchtmarkierungen für Doppelte hernehme. Und da dürfte ich dann den ganzen Nordosten, glaube ich, abdecken können. Dass wir dann den mal komplettieren können und dann danach nochmal uns dann den Nordwesten Hebra genauer angucken. Und das dann eben am Ende machen. Das wäre vielleicht ganz gut. Mal gucken, ob ich dann dabei bleiben werde, ob ich irgendwas anderes dann machen will. Das werden wir dann beim nächsten Mal schon noch sehen, was wir dann genau machen werden. Okay. Ich schließe auch einen Blitz ein. Ich warte mal noch kurz den Blitz ab. Und dann mache ich meine Verabschiedung. Moment. Bam! So. Auf jeden Fall würde ich mich dann auch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.